بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ich bezeuge, es gibt niemand, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala, der Allmächtige, der Barmherzige, der Allvergebende, der Versorger, der Schöpfer aller Welten, der Einzige und Ewige, der Größte und Höchste. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Und ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Und ich sage euch Ramadan Mubarak. Herzlichen Glückwunsch, liebe Geschwister. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Geschenk Allah subhanahu wa ta'ala. Zu dieser Gnade Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns diesen Monat hat erreichen lassen. Dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, diesen Monat zu erreichen und an diesem Monat teilnehmen zu dürfen. Alhamdulillah wa shukru lillah wa alhamdu kulluhu lillah falahu alhamd fil ula wal akhira alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa azimi sultanih. Ich danke Allah subhanahu wa ta'ala und wir danken alle zusammen Allah subhanahu wa ta'ala für diese große Gnade Allahs, dass er uns diese Möglichkeit noch einmal gegeben hat in unserem Leben, an Ramadan teilnehmen zu dürfen, diesen Monat erleben zu dürfen, diese Gnade, diesen Segen genießen zu können, diese wunderschöne Zeit und dieses Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala genießen zu können, indem wir diesen Monat erreicht haben, indem wir lebendig sind. So wissen wir, liebe Geschwister, dass viele, viele Muslime letztes Jahr diesen Monat gefastet haben, aber jetzt nicht mehr auf dieser Erde, sondern unter der Erde sind. Dass Menschen letztes Jahr mit uns den Ramadan gefastet haben, viele Millionen von Muslime haben letztes Jahr Ramadan gefastet, aber heute sind sie nicht mehr da. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat uns dieses Geschenk gegeben und diese Möglichkeit gegeben. Und es wird überliefert, wie in einem Hadith, dass zwei Geschwister, dass zwei Männer, einer von ihnen ist ein Märtyrer geworden, ein Shahid geworden und ist dann gestorben und sein Bruder, der weiter gelebt hat, aber ein normales Leben geführt hat und dann gestorben ist, eine höhere Stufe im Paradies hatte. Und als man dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam darüber berichtet hat, wie das sein kann, ja, dass dieser eine, dass der Bruder im normalen Zustand gestorben ist, wie er ein höheres Level erreichen konnte im Paradies, obwohl sein Bruder als Märtyrer gefallen ist. Und wir kennen den Wert, ja, des Märtyrers im Islam, subhanallah. Und was war die Antwort? Die Antwort war, liebe Geschwister, dass der Bruder daraufhin noch Ramadan hatte, dass sein Bruder nicht mehr hatte. Er hat auf seinem Konto diesen edlen Monat, in dem man fastet und betet und Allah gedenkt und diese wundervollen Taten macht, die der Bruder, der als Märtyrer vorher gefallen hat, ist, nicht mehr hatte. Subhanallah. Schaut, liebe Geschwister, auf den Unterschied. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, die Stufen des Paradieses, die höchsten Stufen, ja, ist der Reihe nach, wie Allah sagt im Koran, مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Die Propheten, dann die Wahrhaftigen, ja, die Levels im Paradies. Die Propheten, die höchsten Stufen im Paradies ist für die Propheten, für die Elite, für die Besten der Besten, Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala. Und daraufhin die Wahrhaftigen. Und daraufhin die Märtyrer
Und dann die rechtschaffenen Diener Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, und in diesem Hadith, liebe Geschwister, wurde überliefert, obwohl diese Stufe der Märtyrer so hoch ist, trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala es ermöglicht, demjenigen, der Ramadan, mehr Ramadan hatte, die Stufe des Märtyrers zu überholen. Subhanallah. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala diesen Monat liebt. Weil Allah also diesen Monat vor allen anderen Monaten bevorzugt hat. Und weil Allah Azza wa Jalla ihn auserwählt hat, dass in ihm, in diesem Monat, die Rechtleitung für die Menschen, der Wegweiser, das Navigationssystem zum Paradies, das Navigationssystem, was dich führt und bringt zu Allah subhanahu wa ta'ala, ist in diesem Monat. Deswegen ist dieser Monat ein besonderer Monat. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Surat al-Baqarah, Ya ayyuhal ladhina amanu, kutiba alaykum us-siyam, kama kutiba ala ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. O ihr, die ihr glaubt, euch wurde das Fasten vorgeschrieben, wie das denen vorgeschrieben wurde, die vor euch waren. Vielleicht werdet ihr gottesfürchtig. Ehrfurcht, dass man Ehrfurcht bekommt. Ja, das ist ein Ziel im Ramadan, Ehrfurcht vor Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Und dann sagt Allah Azza wa Jal in einem anderen Vers, sagt Allah Azza wa Jal, Shahru Ramadan, im nächsten Vers direkt, sagt Allah Azza wa Jal, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnas wa bayyinati min al-huda wal-furqan. Allah subhanahu sagt, Shahru Ramadan, das ist der Monat des Ramadan, in dem der Koran herabgesandt wurde. Für was? Weswegen? Warum, ja Allah? Ja, als Rechtleitung, als Wegweiser. Das ist der Monat, an dem der Koran, die Rechtleitung von Allah, herabgesandt wurde. Welche Rechtleitung? Die Rechtleitung, das Buch Allahs, in dem du kennenlernst, wen und was. Du lernst in diesem Koran kennen, wer dein Herr ist, wer dich erschaffen hat, woher er dich erschaffen hat, was dein Ursprung, deine Wurzel ist, woher du kommst, warum du lebst und wo die Reise hinführt und was dein Ziel sein wird. Alles wird dir hier gezeigt, in diesem Buch, in der Rechtleitung Allahs. Und das ist passiert im Monat von Ramadan. Im Monat Ramadan hat Allah also den Koran herabgesandt. Und genau deswegen, liebe Geschwister, ist dieser Monat ein gewaltiger Monat, weil in ihm ist der Koran herabgesandt worden. Ja? Dein Wegweiser ins Paradies ist in diesem Monat herabgesandt worden. Und deswegen ist Ramadan ein besonderer Monat. Und deswegen kann man in diesem Monat Taten machen, die so viel vervielfacht sind, einfach gemacht wurden, sodass dir das Paradies einfach wird. Sodass die Türen des Paradieses für dich geöffnet werden. Genauso wie im Hadith überliefert, Salman al-Farisi radiallahu anhu, ja, in dem der Prophet Muhammad sagte, wenn der Tag von Ramadan beginnt, diese Nacht, jetzt gerade, liebe Geschwister, was passiert heute? Was passiert jetzt gerade? Der Prophet Muhammad sagte im Hadith von Salman, Futtihat abwabul Jannah. Der Prophet Muhammad sagte, die Tore des Paradieses sind acht. Acht Tore hat das Paradies. Diese Tore, liebe Geschwister, sind gewaltig groß. Gewaltig groß. Der Prophet Muhammad sagte, zwischen Anfang und Ende von einem einzigen Tor ist eine Strecke, die man in 500 Jahren zurücklegt. 500 Jahre, ein Tor ist so groß, dass man 500 Jahre reist vom Anfang bis zum Ende von einem Tor. Das Paradies hat acht Tore. Und der Prophet Muhammad sagte, es wird ein Tag kommen, an dem diese acht Tore so gefüllt sein werden mit Menschen, sodass man eigentlich so reingeht. Das wird gefüllt sein, es wird einen Tag geben, dieser Tag, an dem die Gläubigen, die Leute, die in Ramadan und außerhalb von Ramadan Allah gedient haben und gebetet haben und versucht haben, ihren Iman zu schützen, bis sie Allah treffen. Allah hat gesagt, dass diese Tore an einem Tag gefüllt sein werden, subhanallah. Diese Tore, die so groß und weit sind. Eine Strecke, die man in 500 Jahren zurücklegt. Subhanallah. Der Prophet Muhammad sagte, und es ist eine Sache, die ist Raib, es ist etwas Verborgenes. Das kann nur der Prophet Muhammad wissen. Weil Jibril a.s. es ihm mitteilt. Er sagte, Futtihat abwabul Jannah. Alle vier acht Tore des Paradieses wurden jetzt gerade geöffnet. Und diese
dieses Wort Futtihat ist eine Mubalara. Yani richtig weit geöffnet. Ja, richtig extrem geöffnet. Komplett geöffnet. Das heißt, herzlich willkommen. Herzlich willkommen für diejenigen, die das Paradies wollen. Allah Azza wa Jalla hat für euch die Tore des Paradieses schon geöffnet. Herzlich willkommen für Bari al-Khayr, derjenige, der Gutes will. Derjenige, der Allah will. Derjenige, der das Jenseits will. Derjenige, der den ewigen Frieden, den ewigen Luxus, das ewige schöne Leben sucht. Für dich wurden die Paradiestore gerade geöffnet. Alle 8 Tore wurden extrem geöffnet. Futtihat abwabul Jannah. Ja? Und dann, wughulliqat. Und die Tore des Höllenfeuers werden alle, was? Geschlossen. Alle geschlossen. Und das sind Sachen, an die wir glauben, liebe Geschwister. Das gehört zu unserem Glauben, zu unserer Aqida des Gläubigen von Ahlus Sunnah und Jama'a, dass sie an diese Sachen glauben, die uns Allah berichtet im Koran oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der authentischen Sunnah. Und dann sagte er noch, und Allah subhanahu wa ta'ala, er lässt die Shayatin, die Satane, er lässt sie in Ketten. Ja? In Ketten, also Allah azza wa jalla, er verhaftet die Satane, die Shayatin. In einer anderen Riwaya, in einem anderen Hadith, maradatu Shayatin. Ja? Die ganz harten, ja? eine Art der Satane. Nicht alle Satane, aber eine Art der Satane. Warum wieder? Warum macht das Allah? Um es uns einfacher zu machen. Ja? Warum? Weil Allah will, dass du zu ihm zurückkommst. Er will, dass du jetzt Tauber machst. Er will, dass du jetzt Koran lernst. Er will, dass du jetzt gut machst, was du in den letzten Monaten versäumt hast. Diese ganzen Fehler, die wir gemacht haben. Diese Sünden, diese Röffler, diese Unachtsamkeit. Ja? Allah will, dass du das wieder ausradierst, ausbadest. Warum? Damit du inshallah ins Paradies kommst. Und deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, dass wir diese Möglichkeit, dass wir die zu Herzen nehmen. Dass wir uns Ramadan jetzt, weil Allah Azza wa Jal sagt im Koran und der Prophet Muhammad sagt im authentischen Hadith, ja, وَأَتْبِعْ, wie im Hadith auch steht, وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, und lasse der schlechten Tat einer guten Tat folgen, sodass sie die schlechte Tat weglöscht, wegwischt. وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Und Allah Azul sagt mit ähnlichen Worten auch im Koran. Ja? Lasse der schlechten Tat eine guten Tat folgen. Jetzt haben wir in den letzten Monaten schlechte Taten gemacht und waren in Rafla und waren, ja, haben vieles versäumt und haben vielleicht viele Sünden gemacht etc. Jetzt hat Allah Azul uns die Möglichkeit gegeben, dass wir wieder vieles ins Reine bringen. Ja? Dass wir wieder ein neues Kapitel machen. Allah Azul hat uns eine neue Möglichkeit gegeben. Ja? Uns zu reinigen. Es ist der Monat der Reinigung. Es ist der Monat von Allahs Geschenken. Das sind die Mawasim. Wie haben wir den Mawasim? Al-Mawasim? Al-Mawasim, wie die vier. Die Jahreszeiten, wie nennen wir das? Wenn nicht Jahreszeiten gemeint. Mawasim al-Hajj, Mawasim, die Opportunities. So. Ich habe das Wort vergessen, ehrlich gesagt. Ja, es sind die Mosim, wie Mosim al-Hajj zum Beispiel, sagt man. Ja, eine Chance. Ja, eine Chance, aber es gibt ein anderes Wort dafür. Mosim ist Allah, mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber es ist ein Angebot von den Angeboten Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Saison, genau, die Saisons, eine der Saisons, ja, Möglichkeiten, barakallahu fikum, aber das richtige Wort, was ich gesucht habe, im Arabischen sagt man Al-Mawsim, wie zum Beispiel Mawsim Al-Hajj, die Saison, die Hajj-Saison, ja, die Hajj-Saison. Und das ist jetzt eine Saison, die Allah Azza wa Jalla wieder geöffnet hat, so wie die Hajj, ja, die Hajj eine Saison ist, wo man das Paradies erlangen kann und sich reinigen kann von komplett all seinen Sünden. So ist Ramadan eine der Saisons der Barmherzigkeiten und der Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt im authentischen Hadith, er sagte, man saam Ramadan imanen wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Derjenige, der fastet mit Glauben an Allah und in der Hoffnung, die Belohnung Allahs zu bekommen, so wird er
so werden ihm seine Sünden vergeben. Und dann sagte er weiter, und derjenige, der betet, man qama Ramadan, derjenige, der nachts betet, Tarawih beten, kann man auch zu Hause beten. Ist auch nicht unbedingt eine Pflicht, in der Moschee zu beten, ja? Es ist keine Pflicht, in der Moschee zu beten. Wer, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte dann was weiter? Er sagte, derjenige, der betet im Ramadan, also diese Nachtgebete, nicht die Pflichtgebete, sondern nachts freiwillig noch dazu betet. Derjenige, der betet nachts, Imanen wa ihtisaben, mit Glaube an Allah und mit der Hoffnung auf Belohnung, ihm werden seine Sünden vergeben. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, derjenige, der betet, die Nacht von Laylatul Qadr, die Nacht der Bestimmung, Imanen wa ihtisaben, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ihm wird vergeben, was er an Sünden gemacht hat. Ja? Schaut, liebe Geschwister, ein Monat der Vergebung. Ein Monat der Vergebung. Ein Monat, im Hadith vom Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, er sagte, der Prophet Muhammad s.a.w., er war immer großzügig. Aber am großzügigsten war der im Monat von Ramadan. Ja? Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma überlieferte in diesem Hadith, dass der Prophet Muhammad s.a.w. immer großzügig war. Aber am allergroßzügigsten, extrem großzügig, war der im Monat von Ramadan. So lernen wir, liebe Geschwister, A, der Monat Ramadan ist der Monat des Koran, weil in diesem Monat ist der Koran herabgesandt worden. Ja? Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran. Ja? Es ist der Monat von Ramadan, in dem der Koran herabgesandt wurde. Das heißt, es ist ein Monat, in dem wir uns mit dem Koran beschäftigen müssen, in dem wir den Koran rezitieren müssen, in dem wir den Koran, über den Koran hören sollten, lesen sollten, darüber Gedanken machen sollten, vielleicht Vorträge hören, den Koran lernen, vielleicht rezitieren lernen, in arabischer Sprache, wenn du nicht kannst. Ja? Es ist der Monat vom Koran, an allererster Stelle. Es ist der Monat, ja, des Fastens. Ein Monat, in dem man fastet, und dieses Fasten, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte über das Fasten, derjenige, der einen Tag fastet, fi sabilillah, Allah wird sein Gesicht eine Distanz, die man in 70 Jahren zurücklegt, entfernen, vor dem Höllenfeuer entfernen. Derjenige, der einen Tag fi sabilillah fastet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt nichts, was dem Fasten gleichen kann. Es gibt keine Tat, die mit dem Fasten mithalten kann. So was sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über das Fasten. Ja? Fasten ist von den schönsten und besten Taten, liebe Geschwister, die man machen kann. So ist es ein Monat, in dem wir fasten, ein Monat, in dem wir uns beschäftigen mit dem Koran und den Koran rezitieren. Es ist wie im Hadith, den wir gerade erwähnt haben, von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, der Monat der Spenden und der Wohltätigkeiten und der Großzügigkeit. Ja? Es ist der Monat, an dem man viel spendet, in dem man Barmherzigkeit hat mit den anderen Geschöpfen, mit den Bedürftigen etc. Ja? Und wir wissen den Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der einen anderen speist, derjenige, der einen anderen Muslim speist, der gefastet hat, er bekommt dieselbe Belohnung wie denjenigen, der gefastet hat. Das heißt, wenn du morgen eine Person speist, dann zählt das so, als hättest du morgen zweimal gefastet. Wenn du morgen 10 Leute speist, diese Leute müssen nicht unbedingt bedürftig sein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte nicht als Bedingung, ja, derjenige, der einen bedürftigen Menschen speist, er bekommt dieselbe Belohnung. Nein, es ist allgemein. Du kannst deine Cousins einladen zum Essen bei dir zu Hause und die können wohlhabend sein. Ja? Du kannst morgen deine Familie, deine Nachbarn einladen, ja? Zum Essen einladen, wenn die fasten und die sind Muslime und sie fasten. Du bekommst dieselbe Belohnung wie diese Leute auch. Ja? Schaut auf diese Hikma, diese Weisheit der Religion Allah subhanahu wa ta'ala, wie man die Menschen, ja, Allah, yani, er lädt uns ein, diese Taten zu machen, aber gleichzeitig, was bringt das mit sich? Damit man auch diese Hikma versteht, ja, in der Religion Allahs, du lädst andere Menschen ein zum Essen. Ja, du bekommst Belohnung, sehr, sehr viel Belohnung dadurch, aber du machst auch eine Wohltat und du machst die Brüderlichkeit. Ja. Menschen sind glücklich, wenn sie eingeladen werden, wenn ihnen etwas spendiert wird. Ja, kommt Brüderlichkeit, kommt Liebe zwischen den Gläubigen. Ja. So, und deswegen, liebe Geschwister, wenn du morgen 10 Leute speist, das kann ein Döner sein, das kann
Etwas noch, etwas, ja, es muss kein, wie nennen wir es nochmal? Es muss kein, kein Menü sein mit Allahu A'lam, ja, 10-Gänge-Menü sein. Sollte es, muss es nicht unbedingt sein. Ja, es kann eine ganz normale, bescheidene Mahlzeit sein. Etwas ganz Bescheidenes sein. Wenn du morgen 10 Leute speist, dann wird aufgeschrieben, dass du morgen an einem Tag 11 Mal gefastet hast. Einmal dein Fasten plus noch dazu das Fasten dieser 10 Leute. Ja? Das heißt, wenn jemand zum Beispiel ein ganzes Dorf speist, 200, 300, 500 Menschen, ja, ihm wird aufgeschrieben an diesem Tag, dass er 200, 300, 500 Mal gefastet hat. Subhanallah. Und dann, liebe Geschwister, Allah sagt im Koran, wal hasanatu, und im Hadith, im authentischen Hadith des Propheten Muhammad sallam, wal hasanatu bi ashri amthaliha. Und die gute Tat ist immer mal mindestens 10 bei Allah, weil Allah ist der Großzügige. Allah ist der Großzügigste. Das heißt, du fastest morgen einen Tag, du speist vielleicht 300 Leute, ja, dann hast du morgen 301 Mal gefastet, aber Allah schreibt dir auf, du hast 3010 Mal gefastet. 3010 Mal gefastet. 100 Monate. Subhanallah. Aber das ist die Barmherzigkeit Allahs. Warum? Weil du handelst hier nicht, du machst hier kein Business mit geizigen Menschen, mit Menschen unseresgleichen, ja, wie wir, gierig, geizig, aufpassen und so. Nein, wir haben es hier mit Allah subhanahu wa ta'ala zu tun. Ja, subhanallah, so viel Belohnung und so viel Khair kann man machen. Und stellt euch vor, diese Menschen jetzt gerade, und ich habe Kontakte jetzt gerade mit Geschwistern in Westafrika, subhanallah, manche Leute haben es momentan in vielen Orten auf dieser Erde schwer. Ja, in vielen Orten, weil hier, ja, in Europa, und ja, es gibt viele Leute, die haben einfach, ja, die bekommen Geld auf ihr Konto, ob sie arbeiten gehen oder nicht, oder Sozialhilfe kriegen oder was auch immer. Ja, es gibt so viele Milliarden von Menschen auf dieser Erde, liebe Geschwister. Sie gehen morgens raus aus dem Haus, arbeiten. Das, was sie an dem Tag verdienen, diese 2 Euro, 5 Euro, 3 Euro, damit kaufen sie Brot ein und Milch und was zu trinken. Und das ist die Mahlzeit für diese Familie. An dem Tag, die haben nichts Gespartes. Die haben nicht die Schränke voll und die Kühlschränke voll und das Konto gefüllt. Ja, und in vielen Ländern haben sie harte Ausgangssperren. Ja, du kriegst Schläge mit dem Stock, wenn du rausgehst. Sehr, sehr harte Maßnahmen. Wo ich mir wirklich, also es ist wirklich eine Sache, die Angst, die Angst macht, subhanallah, für diese Menschen, die wirklich keinen, die haben einfach gar nichts. Und die dürfen auch nicht mal rausgehen, und um zu arbeiten. Und kriegen dann auch nichts geliefert oder ja, vor die Tür gestellt. Aber in diesem Zustand leben wir heutzutage leider. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es ein Monat, in dem wir spendieren sollten. Ja, und spenden müssen. Und das gehört zu Ramadan. Ja, das spendabel sein und das diese Nächstenliebe und diese Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala, sein Geld auszugeben. Ja, für das Jenseits, für das Paradies, für die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala, und in der Menschlichkeit auch gesehen, dass man nicht nur an sich denkt, dass man nicht egoistisch ist und nur an sich denkt. Das gehört zu Ramadan. Dann, liebe Geschwister, eine sehr, sehr wichtige Sache noch, die man wissen muss über Ramadan, ist, dass wir wissen müssen, wir müssen auf unser Ramadan aufpassen. Und Ramadan ist ein Monat. Wir können ja nicht sagen, du musst auf Januar aufpassen oder auf Februar aufpassen. Ja? Aber damit will ich sagen, liebe Geschwister, wir müssen auf diese Belohnung, auf dieses Paradiesticket, auf dieses müssen wir aufpassen. Weil wir können, es kann sein, dass du fastest, aber du von deinem Fasten nur Hunger und Durst hast. Aber bei Allah hast du gar nichts, du bekommst gar nichts dafür bei Allah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte im authentischen Hadith, derjenige, der es nicht unterbindet, zu lügen und Shahadatul Zur, wie sagt man Shahadatul Zur? Falsches Zeugnis zu legen, ja? Und die Taten, die dazu hängen, die Taten, die damit verbunden sind, falsches Zeugnis ablegen, damit ist auch gemeint, und die Taten, die dazu gehören, damit ist gemeint die Sünde im Allgemeinen auch. Das Lügen, das Lästern. Derjenige, der fastet im Monat Ramadan, aber er unterlässt es nicht, ja, zu lügen und zu lästern und Schlimmes zu machen,
Allah Azza wa Jalla hat kein Interesse daran, dass er sein Essen und Trinken unterlässt. Das heißt, Allah Azza wa Jalla hat kein Interesse an deinem Fasten. Wenn du fastest mit deinem Magen, aber mit deiner Zunge bist du ein Satan. Ja? Mit deinem Magen bist du am Fasten und mit deiner Zunge bist du auf dem Weg des Satans. Bist du am, ja, die Menschen am Zerstören. Ja? Du lässt das und lügst und betrügst und so weiter und so fort. Deswegen, Allah Azza wa Jalla hat dann kein Interesse. Weil Allah Azza wa Jalla, er bietet dir seine Barmherzigkeit, sein Paradies, seine Vergebung an. Und du willst dir das erkaufen, indem du lästerst und lügst und sündigst. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, muss man darauf aufpassen. In diesem Monat gibt es viele, viele Gewinner, aber leider auch viele, viele Verlierer. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig für uns, dass wir darauf achten, dass wir nicht zu den Leuten gehören, die tagsüber fasten und nachts die Sau rauslassen und sündigen und das zerstören, was sie tagsüber aufgebaut haben. Sei nicht einer, der tagsüber sich einen Palast aufbaut und nachts es wieder zerstört, weil er denkt, Ramadan ist tagsüber. Ramadan ist nicht tagsüber, Ramadan ist ein Monat. Ramadan ist wie ein Monat, wie der Monat April, Mai, Juni. Das ist Tag und Nacht. Ramadan ist tagsüber und nachts. Ja? Du kannst nicht tagsüber fasten und nachts dann kiffen und lügen und lästern und dieses und jenes machen. Ramadan ist tagsüber und nachts. Tagsüber fastest du und nachts und in der Nacht betest du und gedenkst du Allah und liest Koran. Es ist ein Monat, es ist ein gesamter Monat von Anfang, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Alhamdulillah wa shukrulillah, dass Allah also uns diese Möglichkeit gegeben hat und dieses Geschenk gegeben hat. Und möge Allah uns das Ende dieses Monats erreichen lassen und uns viele weitere Ramadane schenken. Ja? Deswegen, liebe Geschwister, müssen wir auf diesen Monat und auf unsere Taten achten. Ja? Dass wir inshallah diesen Jackpot mitnehmen, diese Beute mitnehmen, diese Belohnung mitnehmen, diese Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala mitnehmen auf unser Konto. Ja? Und unser Konto füllen, weil unsere Konten sind gefüllt mit Sünden, mit schlechten Eigenschaften, die wir alle haben. Ja? Wo ist der Ausgleich? Hier ist der Ausgleich. Hier und jetzt und heute haben wir die Möglichkeit, einen Ausgleich zu schaffen für diese ganzen Sünden, die wir gemacht haben, dass sie entweder gelöscht werden oder zumindest auf der Waagschale, dass wir jetzt ja, die Waagschale der guten Taten füllen, unser Konto füllen, sodass wir inshallah eine Chance haben oder beziehungsweise, dass wir die Möglichkeit haben, ins Paradies eingehen zu dürfen. Und deswegen, liebe Geschwister, lasst uns inshallah von heute, von jetzt an beginnen, zu fasten und zu beten und Koran zu lesen, so viel zu lesen, wie wir können, so viel Allah also zu gedenken, Allah zu gedenken, morgens und abends und zwischendurch und immer wieder Koran zu lesen, Koran zu hören, Vorträge zu hören, ja, sich viel beschäftigen mit dem Islam und mit den Hadithen des Propheten Muhammad und ganz besonders mit dem Koran. Ja? Das ist inshallah einmal, was ich allgemein ein bisschen über Ramadan sagen wollte, inshallah jetzt zu Beginn des Monats. Und dann wollte ich euch auch noch mitteilen, liebe Geschwister, wegen Corona, ja, wie wir jetzt alle leider wissen, haben wir leider diesen Monat nicht die Möglichkeit, in die Moscheen zu gehen und in den Häusern Allah subhanahu wa ta'ala unsere Gebete zu verrichten und das schöne Tarawih-Gebet. Und wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, Ramadan in der Moschee zu beten und das Tarawih. Wir haben in diesem Jahr jetzt nicht die Möglichkeit, Ramadan zu beten in der Moschee und jetzt Tarawih-Gebet zu beten in den Häusern Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah also uns
die Tore der Moscheen, die Tore der Häuser Allah subhanahu wa ta'ala wieder zu öffnen, sodass wir inshallah unsere Gebete und das schöne, wunderschöne Tarawih-Gebet in der Moschee zu verrichten als Gäste im Haus von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber liebe Geschwister, das heißt nicht, dass wir kein Tarawih beten können. Ja, wir können Tarawih beten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch zu Hause alleine Tarawih gebetet. Er hat mit den Sahaba radiallahu anhum 3 Tage nur das Gebet zusammen verrichtet. 3 Tage nur. Und daraufhin hat er das Gebet auch alleine zu Hause verrichtet. Ja? So haben wir die Möglichkeit trotzdem, das Tarawih-Gebet zu verrichten. Und wir sollten es verrichten, weil es gehört zu Ramadan. Ja? Es gehört zu Ramadan, dass man Tarawih betet, dass man Nachtgebete betet. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanen wahtisaben. Imanen wahtisaben. Ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Derjenige, der im Ramadan nachts betet, ja, mit Iman und mit Ihtisab, ihm werden seine vorherigen Sünden gelöscht. Ja? So, und das ist keine Bedingung, dass es dann in der Moschee ist. So kann ein jeder von uns, wir können uns versammeln mit der Familie, das Tarawih-Gebet mit der Familie zusammen beten. Du kannst es alleine beten. Wenn du nicht so viel vom Koran kannst, du kannst die Suren wiederholen, die du kannst. Du kannst aber auch einen Koran nehmen, ja, in deinem Handy oder einen richtigen Koran nehmen, Mushaf, und dann vom Koran ablesen. Und dann, wenn du Ruku und Sujud runtergehen willst, tust es in deine Tasche oder legst es neben dich zum Beispiel auf einen Tisch oder sonst irgendwas. Ja, wir haben die Möglichkeit, Tarawih zu beten. Ja? Und du kannst 8 Raka'as beten, so wie wir in der Moschee normalerweise immer beten, und dann 3 Witr dazu. Du kannst auch 23 beten. Du kannst auch mehr oder weniger beten. Ja? Man kann ja nicht Tarawih zu Hause beten, allein mit der Familie. Und das sollte man auch machen. Ja? So viel man kann und so sehr man kann. Möge Allah uns At-Tawfiq schenken und uns Al-Ikhlas schenken für Qawli und Amal. Inshallah werde ich, liebe Geschwister, wenn ich es nicht jetzt gleich mache, entweder gehe ich jetzt gleich nochmal live und stelle inshallah das Afrika-Projekt vor, ein neues Projekt vor, und zwar das Waisendorf, ja, das Waisendorf inshallah, was jetzt neu gebaut wird. Ich habe es bei meiner letzten Reise vor ein paar Monaten angezahlt, alhamdulillah, ein sehr großes Grundstück in Westafrika, und Entschuldigung, und ich werde es inshallah dann vorstellen. Wir werden jetzt ein sehr, sehr großes Waisendorf inshallah bauen. Ein Dorf, in dem 600 Waisenkinder inshallah leben werden, lernen werden und eine Zukunft inshallah bauen können. Und jeder von uns kann mitmachen, kann mithelfen bei der Spende, dass wir das inshallah erzielen. Und inshallah ist das Ziel, dass wir inshallah jetzt nach den Sommerferien schon, dass die ersten Waisenkinder dort leben und zur Schule gehen, inshallah ta'ala. Und wir möchten das inshallah dann zusammen, dieses inshallah zustande bringen. Und deswegen inshallah werde ich nochmal live gehen, um das vorzustellen, das Projekt. Ansonsten inshallah werde ich auch noch, vielleicht heute sogar, ich glaube jetzt gleich irgendwann, eine Liste posten. Wer derjenige, der Menschen gerne speisen will in Westafrika, in Togo und Benin, in diesen 2 Ländern, inshallah, ich werde das posten. Ich habe dort ein Paket zusammengestellt, wie man entweder eine Person den ganzen Monat Ramadan speist oder einfach nur Reis spendet. Ja, entweder ein 50 Kilogramm Sack Reis oder eine Tonne Reis, so viel wie man will und kann. Oder einfach ein ganzes Dorf zu speisen, ist inshallah auch möglich mit einer warmen Speise, also Reis oder Nudeln mit Fisch und ein Getränk. Inshallah werde ich das inshallah auch posten. Wer da inshallah mitmachen will, wer spenden möchte, wer kann, inshallah soll, kann gerne inshallah mitmachen bei dieser Sache auch. Und inshallah werde ich versuchen, in den kommenden Tagen inshallah immer wieder live zu kommen, abends, und Vorträge zu halten. Möge Allah uns und euch das Beste geben und uns die Möglichkeit geben, inshallah Ramadan zu genießen, auch wenn es jetzt momentan nicht das übliche Ramadan ist, den wir normalerweise kennen, ja, aber trotzdem inshallah haben wir trotzdem die Möglichkeit, alle Ramadan zu fasten, weil alhamdulillah, yani, wir sind nicht in dem Zustand, dass uns das Fasten, ja,
nicht, dass uns das Fasten, dass wir nicht die Möglichkeit haben zu fasten. Alhamdulillah, wir können alle fasten, wir werden alle Ramadan fasten, bi'idhni Allah azza wa jal. Ramadan ist ein Monat, den man nicht verschieben kann, den man nicht ausradieren kann oder sonst irgendwas. Alhamdulillah, wir danken Allah subhanahu wa ta'ala für diese Gnade, Allah subhanahu wa ta'ala, und wir wünschen uns, und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die Moscheen für uns alle überall auf der Welt wieder eröffnet und auch Al-Haram, Al-Makki und in Mekka und Medina, die Türen der heiligen Moscheen in Mekka und Medina und in Jerusalem wieder eröffnet und die Moscheen überall auf der Erde. Möge Allah uns die Kraft geben, ja, Kraft geben und Tawfiq schenken und Al-Ikhlas, Aufrichtigkeit, ja, Aufrichtigkeit geben und Al-Qabul und die Akzeptanz schenken, dass wir inshallah reinhauen, dass wir wirklich diesen Monat ausnutzen, dass wir inshallah viele guten Taten machen, dass wir oft den Koran rezitieren oder mehrere Male vielleicht von Anfang bis Ende inshallah lesen, dass wir uns das alle vornehmen, dass wir uns einen Plan machen, was wir so alles schaffen wollen, und ganz, ganz wichtig, zuletzt, liebe Geschwister, Ramadan ist ein Monat, ein ganzer Monat, ja, und viele von uns, die nehmen sich viel vor und dann machen sie in den ersten 1, 2, 3 Tagen, sie beten pünktlich, sie lesen Koran und dann, ja, wird das immer weniger, weniger nach einer Woche oder 2 Wochen, ja, geht das ganz, ganz runter und dann ist man, und das ist ganz, ganz die falsche Richtung, ja, ganz die falsche Richtung. Also im Ramadan ist ein Monat, in dem man reinhaut, und wenn es zum Ende vom Ramadan kommt, dann ist Endspurt, dann ist das Richtige, dann werden richtig die Paradies-Tickets verteilt in den letzten 10 Tagen von Ramadan. Und deswegen sollte das inshallah unsere Absicht sein, inshallah, und unser Plan sein, dass wir inshallah viel Gutes tun, dass wir inshallah auch, wenn wir Probleme hatten oder Streit hatten mit anderen, dass wir das inshallah ins Reine bringen, dass wir versuchen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, unsere Familien oder so auch einzuladen und Essen auszugeben. Und heute ist das leicht, ja, heutzutage ist das leicht, wenn du vielleicht deinem, ja, wenn du aus der Situation jetzt, je nachdem, wo einer von euch ist und wie hart dort die Maßnahmen sind, du kannst vielleicht, ja, wenn du vielleicht jemanden nicht einladen kannst oder man harte Strafen bekommt in dem Land, wo ihr gerade seid zum Beispiel, dann kannst du auch einfach kochen und das deinem Nachbarn oder deiner Familie einfach vorbeibringen. Du kannst auch einfach von zu Hause aus, ja, gehst du auf Deliveroo oder Uber oder was es bei euch gibt, ja, du gehst auf Deliveroo und bestellst irgendwie Essen und lässt das zu deiner Mutter oder zu deinem Freund servieren, kurz vor Iftar, und spendierst denen ein Essen auf diese Art und Weise, und ja, man hat, alhamdulillah, mashallah, viele Möglichkeiten, Gutes zu tun. Lasst uns inshallah alle reinhauen. Ich wünsche euch einen gesegneten Monat, euch und eure Familien und allen Muslimen auf der Erde. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.